Hallo und willkommen zu einem neuen Format auf diesem Kanal. Das Format nennt sich Top und hierbei werde ich meine Favoriten im Star Wars Universum aufzählen. Dies werden bestimmte Figurenklassen, Planeten, Filme, Serien und so weiter sein. Wichtig ist, dass dies meine Meinung ist. Also wenn ihr eine andere Meinung habt, schreibt sie mir mal unten in die Kommentare. Heute fange ich mal mit meinen Lieblings-Star Wars Filmen an. Und ich würde sagen, dann legen wir gleich mal los. Platz 8 ist meiner Meinung nach Episode 2 Angriff der Klonkrieger, da dieser Film einfach zu viele Sachen falsch macht. Als erstes wäre da das viele CGI und Greenscreen, was in einigen Szenen dann dennoch auffällt. Zudem war das finale Lichtschwertduell auch eines der schlechtesten meiner Meinung nach. Aber das zu einem anderen Top-Video. Ein weiterer Grund ist Anakin Skywalker. Eigentlich finde ich ihn als Gesamtcharakter in den Prequels in Ordnung, aber in dem Film waren seine Dialoge plus das Schauspiel von Hayden Christensen nicht gerade das Gelbe vom Ei. Natürlich konnte Hayden Christensen nichts für die Dialoge, dennoch war er in diesem Film eher die Heususe, was dann doch etwas genervt hat. Damit ihr mich versteht, hier mal ein Beispiel. Why'd she have to die? Why couldn't I save her? I know I could have. Auf Platz 7 ist für mich Episode 1 Die dunkle Bedrohung, einfach weil der Film allein schon kindlich aufgebaut ist. Es gibt keine richtige Storyline, der Film funktioniert nur in der Trilogie und kann eigentlich nicht alleine stehen. Zudem wurde hier wie auch in Episode 2 viel zu viel CGI und Greenscreen verwendet. Dafür ist das Lichtschwertduell am Schluss sehr gut geworden. Was mich auch noch stört, sind Charaktere wie Jar Jar Binks, die einfach nur einen Sinn und Zweck haben. Der junge Anakin hat mir jetzt auch nicht so gut gefallen. Ja, hier nochmal eine kleine Szene, um zu sehen, warum ich Jar Jar Binks so gerne mag. Oh, Mui Mui, I love you! You almost got us killed. Are you brainless? I speak! The ability to speak does not make you intelligent. Now get out of here. No, no, Mrs. Stay! Mrs. Kojata Binks! Platz 6 ist bei mir Episode 4. Ich habe eigentlich nichts gegen Episode 4, da aber die anderen Star Wars Filme mehr Qualität haben, fällt dieser etwas schlechter in der Liste aus. Ich weiß, es ist ein Klassiker und er ist schon 1977 erschienen, damals wo die Technologien für diesen Film sehr hochwertig waren, aber jetzt im 21. Jahrhundert erkennt man die Qualität von damals. Und außerdem waren einige Szenen, wie zum Beispiel der Lichtschwertkampf zwischen Obi-Wan und Darth Vader, von der Choreografie her langweilig, da man sich früher noch nicht speziell auf Lichtschwertduelle fokussiert hat. Gegen die Story kann ich nichts sagen. Sie ist gut, fast nie langweilig. Ein sehr guter Film, der halt wegen seinen Qualitäten nicht oben auf der Liste steht. Platz 5 ist ganz klar Episode 7 für mich. Als ich ihn zum ersten Mal im Kino gesehen habe, hat er mich umgehauen. Wahrscheinlich wegen der Tatsache, dass es seit 15 Jahren keinen Star Wars Film mehr gab und ein Star Wars Film gut sein musste. Aber beim wiederholten Anschauen merkte ich, dass die Handlung sehr stark der von Episode 4 ähnelt. Und das ist auch, weshalb der Film eher weiter unten ist. Es war einfach nichts Neues. Wenn Disney neue Filme macht, dann müssen sie auch etwas frischen Wind reinbringen. Wie bei Rogue One, aber dazu kommen wir gleich. Und das ist halt der einzigste und auch größte Fehler. Das Lichtschwertduell war auch nicht sehr gut. Es war eigentlich nur erzwungen, weil jeder Star Wars Film am Ende einen Lichtschwertkampf hat. Aber da rede ich weiter, wenn wir zu den Top-Lichtschwertkämpfen kommen. Auch, dass es eine Starkiller Base gab, hat mich tierisch genervt. Von der Qualität kann man nichts sagen. Das ist Disney. Das ist auch, warum dieser Film über eine neue Hoffnung steht. Dieser Film ist die bessere Episode 4 oder eher Episode 4 für das 21. Jahrhundert. Platz 4 ist für mich Rogue One, A Star Wars Story. Also die 8 bis 5 Hälfte war die schlechtere Hälfte und die 4 bis 1 ist die bessere Hälfte. Also damit meine ich, dass Rogue One um Weiten besser ist als Episode 7. Anfangen tut es allein schon mit dem Direktor Gareth Edwards, denn als ich den Film gesehen habe, dachte ich mir, da war ein kleiner Fanboy am Werk. Dieses Gefühl hatte ich bei Episode 7 nicht, da J.J. Abrams nicht so der Star Wars Fan war. Deswegen fand ich es auch nicht die richtige Entscheidung, ihn zum Direktor zu machen. Aber Gareth Edwards hat so viele kleine Easter Eggs eingebaut, dass mein Herz aufblühte. Er hat es geschafft, etwas Neues zu bringen, ein perfekten Start für die Anthology-Reihe. Und es war einfach mal abseits von den Hauptfilmen, die nur um die Skywalkers handeln. Es zeigte den Konflikt zwischen Rebellion und Imperium auf brutale Weise. Aber wie immer stand ich eher zum Imperium. Im Imperium wurde auch der Machtkampf gezeigt und wie hart Admirale auch sein können. Und wie Darth Vader eingesetzt wurde, war perfekt. Natürlich gab es einige kleine Dinge, die gestört haben. Aber im Allgemeinen fand ich ihn einfach klasse. Er war einfach ein Film für Fans. Thank you.
Platz 3 ist Episode 3, Die Rache der Sith. Dieser Film ist der krönende Abschluss von den eher schlechteren Prequels, aber dafür ein richtig guter Abschluss. Nach zwei solchen etwas schlechteren Filmen so ein Knaller. Dieser Film ist einfach vom Grundaufbau eher düster gehalten, fast schon düsterer als Rogue One. Er ist anders und war nie vorhersehbar. Hier hat mir Hayden Christensen als Anakin auch wieder gefallen, denn sein Charakter hat viel mehr Tiefe und auch Emotionalität. Er weiß nicht wohin, er ist unsicher. Es gibt viele Lichtschwertkämpfe und als ich noch kleiner war, war dies mein absoluter Lieblingsfilm. Es gibt keine langweilige Szene. Die Politik ist auch ein wichtiger Teil des Films für die weiteren führenden Filme der Originaltrilogie. Und es gibt viele emotionale Momente wie dieser hier. You are the chosen one! It was said that you would destroy the Sith, not join them! Bring balance to the Force, not leave it in darkness! My brother Anakin! I loved you! Im Allgemeinen ein perfekter Film. Auf Platz 2 ist meiner Meinung nach Episode 6, Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Dieser Film macht für mich wie Die Rache der Sith einen perfekten Abschluss einer Trilogie. Dieser Film hat mir aber im Ganzen zusammen mehr als Episode 3 gefallen. Und das auch allein schon nur wegen dem Vater-Sohn-Konflikt. Der Kampf am Ende war einer der besten. Und die Musik in diesem Film von John Williams war einfach schön komponiert. Auch dass es einen zweiten Todesstern gab, hat mich nicht so gestört, da er gut eingesetzt wurde. Natürlich gibt es viele, die sich aufregen, dass kleine Bärchen das Imperium besiegen. Mich in einigen Teilen auch. Aber diese Kreaturen sind Lebewesen, die das Jagen gelernt haben. Außerdem habt ihr vielleicht schon ein paar Videos über die Ewoks gesehen, wo die Ewoks anscheinend die Sturmtruppen gegessen haben. Also nur weil etwas süß aussieht, muss es nicht gleich süß sein. Aber vor allem, der letzte Abschnitt des Films hat mich umgehauen. Das gut an. Was soll ich mir ansehen? Wir sitzen in der Patsche. Dies ist eine gefährliche Zeit für dich. Du wirst in Versuchung geführt werden von der dunklen Seite der Macht. Ich habe keine Angst. Du wirst Angst haben. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mal in die Kommentare, welche eure Lieblings-Star Wars-Filme sind. Schaut euch noch mein Video zur Trailer-Analyse vom Gameplay-Trailer zu Battlefront 2 an. Und dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Video.